Das Einzige, was brennen sollte, ist die Seele. Mano a Mano! Mann gegen Mann! Bei so viel Action bin ich direkt Feuer und Flamme! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Chaos im Anime. Mein Name ist Marvin und ich habe heute zwei zauberhafte Gäste an meiner Seite. Bei mir sind Mine und Ari. Hi! Hallo! Ihr seht schon, die zwei sind im Cosplay. Vielleicht mögt ihr einmal ganz kurz sagen, aus welchem Film ihr seid, welchen Charakter ihr darstellt. Hi, ich bin die Mina. Ich cosplay Leo aus dem Film Promare. Hi, ich bin die Ari. Ich cosplay Aina aus Promare. Wir wollen heute, wie hätte man es erahnen können, ein bisschen über Promare reden. Bevor wir aber über den Film selbst sprechen, ihr habt ja, glaube ich, seit der Film 2019 rauskam, das krass verfolgt. Und habt immer gehofft, dass dieser Film lizenziert wird. Wollt ihr so ein bisschen mal so die Stimmung wiedergeben? Ich glaube, gerade auf Twitter war auch sehr, sehr viel von Promare-Fandom unterwegs. Als der Film damals rauskam, war ich zufällig zu der Zeit in Japan. Echt? Ja, genau. Den Film habe ich sozusagen knapp verpasst. Nein. Aber dafür ist ja der Hype gerade aufgekommen. Wir waren sogar in einem Pop-Up-Café. Ja. Genau, es war wirklich sehr, sehr versteckt in einem Einkaufszentrum. Mhm. Und zwar auf Stock 4 oder so in einer Ecke. Und es war kaum auch noch jemand da. Also es war richtig... richtig versteckt. Also die haben auch nicht groß Werb gemacht und man konnte sich aber, so wie typisch in Anime-Café ist, sich hinsetzen, sich ein Charaktermenü bestellen und hat man so ein Überraschungspaket gekriegt. Geil. Und ich hatte Gallo gekriegt. Nein! Ja, ich hätte gerne Leo gehabt, aber ich hatte Gallo und Aina tatsächlich. Ja, es war echt cool, es war wirklich cool. Also die haben wirklich alles abgestimmt und man konnte zu der Zeit, weil der Film ja gerade rauskam, noch nicht so viel Merchandise überhaupt kaufen. Deswegen war so generell ein bisschen schade. Aber alleine Timeline oder Werbeaktionen auf der Straße, also so Plakate und sowas, das war schon sehr, sehr cool, ja. Und wie war dann so die Stimmung im Internet dazu? Ja, schon richtig krass. Also der lief ja auch damals auf der Japan Expo und ich habe es von sehr vielen Freunden mitbekommen, weil der coole neue Film, Trigger hat einen neuen Film rausgebracht. Und wenn du solche Namen hörst wie Trigger und Hiroyuki Sawano macht die Musik, dann wurde ich auch natürlich auch total hellhörig. Oh mein Gott, Trigger hat einen neuen Film und mein Lieblingskomponist ist dabei. Und da war ich natürlich auch sehr heiß drauf und neidisch, dass die Leute es auf der Japan Expo anschauen konnten. Und ich dann zu Hause so, ich will auch, aber ich kann nicht. Und dann hat man halt die ganze Zeit gewartet. Welcher deutsche Publisher schnappt sich zu mir? Und es war dann halt so geil, weil dann haben wir diese Ankündigung gemacht und ich habe mich so krass drauf gefreut. Und dann ist es aber gerade auf Twitter auch so mega groß gewesen. Und es haben so viele Leute so nette Sachen geschrieben, dass sie sich drauf freuen. Und wir hatten ja auch direkt den deutschen Trailer dabei. Und die Leute haben so, so, so nette Sachen geschrieben. Das war schon cool. Das war mega cool. Und deswegen freue ich mich, dass ihr jetzt hier seid und dass wir ein bisschen über den Film sprechen können, über ein bisschen über die Faszination des Films und was ihn besonders macht und so. Und ich weiß nicht, wir werden natürlich nicht zu viel spoilern, weil ihr sollt im Idealfall den Film natürlich auch noch selber gucken, weil aktuell läuft die Heimkino-Premiere. Ihr könnt ihn bei Amazon leihen als kleine Alternative zum Kino, was wir natürlich in der aktuellen Corona-Situation nicht ermöglichen können. Und ja, wir wollen einfach so ein bisschen auf diese Faszination eingehen. Ich weiß gar nicht, wo. Also am besten fangen wir einfach mal am Anfang vom Film an. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den letztens nochmal gesehen. Und das ist halt so geil, weil wenn du diese Visuals siehst, die du auch hier im Hintergrund hast, die sind ja alle so knallbunt. Dieser Film ist ja einfach sehr bunt. Aber der Film beginnt nicht bunt. Der Film beginnt grau. Ja. Und ich finde, das ist schon so ein geiler Einstieg, weil du direkt so einen farblichen Kontrast hast. Ich finde es einfach so cool. Ich weiß nicht, was war euer erster Eindruck, als ihr das erste Mal den Film gesehen habt? Es wirkte so wie aufgelegt, weißt du? Es alles wurde eingefärbt und es war einfach mega gut. Also es war schon ein sehr krasser Einstieg, muss ich sagen. Also der Film fing ja schon ein bisschen bumm an. Also ja, einfach gesagt. Du bist richtig reingeschleudert. Genau, eigentlich. Genau. Ja. Und das dann
hast du auch gleich diese coole Action-Musik und bist schon so richtig am Mitfiebern und oh mein Gott, jetzt kommt die coole Musik, jetzt muss was passieren und da sind schon die Gegner, die man dann sieht und das war einfach richtig, richtig cool und richtig bam einfach. Ich finde das halt auch so cool, ja. Du hast dann diesen Moment am Anfang mit dem Grauen und kriegst du so ein bisschen, naja, vor 30 Jahren kam die Burnish und mit den Burnish wird's bunt und dann setzt halt dieser Soundtrack ein, den du gerade angesprochen hast, genau. Und der ist ja so, der hypt einfach. Man hat definitiv so Bock. Ja. Also ich habe mich so oft erwischt, dass ich dann dabei einfach nur so... Also ist so gut. So ging es mir aber auch. Das ist so krass. Ja, und was ich halt irgendwie sehr cool finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist halt, dass sie den Begriff Feuerwehrmann, im Englischen ja Firefighter, sehr wörtlich nehmen. Ja. Also diese ganze Action, die als also wenn das Feuerwehrmänner wären, Mensch, ich wäre Feuerwehrmann. Oh. Denkt darüber nach. Nein, aber wie ging es euch denn dann, als ihr so ein bisschen gesehen habt, was ist denn das Konzept? Also das Konzept von wegen, dass die Feuerwehrmänner die Flammen der Burnish erlichen. Wie euer erster Eindruck da eingehen? Ich war echt überrascht, dass die Mecha-Elemente haben. Voll. Ja, also es war nicht... vorherzusehen, dass sie Mechas einbauen und vor allem welche sie da alles machen, ist schon mega cool. Ja. Ich bin auch eigentlich sehr großer Mecha-Fan und ich habe es überhaupt nicht erwartet. Also das hat mich nämlich so überrascht, dass sie plötzlich Hiroyuki Sawano-Musik, richtig schöne bunte Animationen von Trigger und dann halt noch so mit Mecha. Ich war sofort sold, richtig. Gleich richtig verliebt, weil Trigger kann das ja echt cool mit den ganzen Mecha, das kennt man ja auch von Animes von denen. Und das war bei Premiere halt schon echt cool. Also, du wirst da reingeschmissen, die Feuerwehrmänner sind richtige Kämpfer. Und also, ich fand das schon echt toll, wie die das gemacht haben. Ich bin ja gar kein Mecha-Fan. Oh nein! Und dann kamen diese Mecha-Elemente und ich war so hyped. Cool. Das war das erste Mal, dass ich so dachte, boah, ist das geil. Willkommen in der Mecha-Welt. Das finde ich auch die Musik noch aus. Voll. Wenn du im richtigen Moment die richtigen Töne hast und dann bist du auch voll drin und vibest dann mit und denkst dir auch so, oh, ich will jetzt auch da drin sitzen und das alles passt. Es ist auch so dynamisch, sag ich mal. Also ich habe mir sonst Mecha immer als sehr ein bisschen starr vorgestellt und auch das, was ich so gesehen habe. Aber hier ist es ja einfach, Mann, wie Galo in diesem Mecha rumläuft und mit dem Schwert dann noch. Das ist nicht starr, das ist halt wie so ein erweiterter Körperteil. Ja. Und das ist so richtig cool gemacht. Ich weiß nicht, ob Schwert, Speer, also diese Waffe, die er da hat. Genau. Aber ich fand es auch richtig cool, dass es an die japanischen Feuerwehrmänner von früher angelehnt ist. Also diese eine Szene, wo er dann wirklich sagt, dass es auch wirklich inspiriert ist. Genau. Das war so ein richtig toller Moment. So, oh mein Gott, Tradition meets Mecha und so. Wenn der Charakter dir selbst die Trivia-Information gibt. Aber generell auch so dieser Auftritt von Galo, das ist ja nochmal ein kleiner Schritt zurück. Dieser Auftritt von Galo, das ist ja auch das erste Mal, wenn man dann auch die deutsche Synchro mit Tommy Morgenstern von ihm hat. Mensch, ich hatte so Gänsehaut. Ich auch. Das war so perfekt. Ich hab's zwar schon im Trailer gesehen, aber Mann, ist das gut gewesen. Ja, absolut, absolut. Ich weiß nicht, wie war euer erster Eindruck von der Synchro denn allgemein? Man hat ja doch ein, zwei Charaktere vorher schon gehört. Es war richtig einschlagend, also... Die Stimme war richtig gut gewählt, also man bedenkt, wie das Original ist. Also ich war richtig glücklich, also weil ich fand, die Charaktere haben richtig gut gepasst, also die Stimmen haben gut zu den Charakteren gepasst. Die hatten so eine Power mit drin gehabt, wie Köln Synchro das ja auch gesagt hat, dass die so viel Energie mit reingesteckt haben. Man hat das richtig gespürt, also das Herzblut von den Synchronsprechern. Und also da kann echt keiner was sagen, die deutsche Synchro Das Studio hat wirklich gut ausgewählt. Also ich hatte jetzt keine Stimme, wo ich gesagt hätte, das passt vielleicht doch nicht so eine Stufen tiefer oder dunkler. Je nachdem. Du hast es ja schon oft, dass du manchmal Nebencharaktere hast, wo du merkst, vielleicht ist das jetzt ein Anfänger, der da mitsprechen darf. Ja. Aber ich habe das Gefühl, da waren eigentlich nur Top-Synchronsprecher mit dabei. Wir haben ja den Top-Synchro jetzt gekriegt dafür. Voll. Also ich meine, ich kann nur euch nochmal die Synchronsprecherliste halt ans Herz legen. Da sind halt sowohl Leute, die du halt voll aus dem Anime kennst, aber eben auch Leute, die du aus irgendwelchen Hollywood-Filmen kennst, so ein Vin Diesel-Sprecher oder ein Samuel L. Jackson-Sprecher. Das ist halt schon richtig krass. Und dementsprechend, ich war halt auch neugierig, so von der Synchro-Seite aus, also von der Studio-Seite aus, zu erfahren, so,
Ist das denn überhaupt schwer? Ist es schwer, diese Sprecher zusammenzubekommen? Weil die haben ja bestimmt auch einen mega vollen Terminkalender und so. Und deswegen haben wir einfach mal genau das den Leuten von Köln Synchro geschrieben, haben gefragt, hey, könnt ihr uns mal irgendwie so einen kleinen Einspieler machen? Das haben die netterweise auch gemacht. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal gemeinsam rein. Hallo, mein Name ist Lars Waltel und ich bin einer von den Köln-Synchron-Nasen. Wir haben für KSM-Anime unter anderem Overlord, Hello World oder auch aktuell Promare synchronisiert. Der liebe Marvin hat uns eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob wir etwas zu den Synchronaufnahmen erzählen können. Unter anderem wollte er wissen, wie das mit der Organisation war. War es besonders schwierig, die ganzen Leute zu organisieren? Und gleich mal vorweg, nein, war es nicht. Das läuft eigentlich immer relativ unspektakulär ab. Man ruft die Leute an, fragt, ob sie Zeit und Lust haben, und wenn man Glück hat, haben sie sofort Zeit, und wenn nicht, dann wartet man ein bisschen länger. KSM Anime gibt uns eigentlich immer genug Zeit und Raum, um unsere Visionen zu verwirklichen. Von daher danke KSM Anime. Ansonsten, Marvin, willst du noch wissen, ob wir ein, zwei Anekdoten zu den Synchronaufnahmen haben? Ja, haben wir. Die erste wäre nicht direkt während den Synchronaufnahmen, sondern während Daniel das Dialogbuch geschrieben hat. Und zwar war Patrick Keller zu Besuch. Und wir waren an einer bestimmten Stelle und wussten nicht so recht weiter. Also es war noch nicht catchy genug. Und wir waren so am Überlegen, ja, was kann man denn da machen? Wie kann man das vom Japanischen am besten ins Deutsche transportieren, ohne dass es zu hergestellt wirkt? Und meinte dann, wird der Brandherd zur Gefahr? Dann kommt die Feuerwehr! Tatütata! Dann stehe ich das mal wieder zurück. Und wir meinten dann, ja, genau, das ist es. Und wir haben das dann auch so aufgenommen und ist auch alles wunderbar geworden. Und die zweite Anekdote wäre über den anderen Patrick mit dem Nachnamen Bär, der gerne der neue Schreikönig wäre. Da hat er sich besonders viel Mühe gegeben. Und zwar, das müsste beim letzten Schrei ungefähr gewesen sein, da kam er dann schweißnass gebadet, auf einmal aus dem Studio rausgestürmt und musste sich erstmal hinsetzen, weil er so krass abgegangen ist. Patrick, das hast du super gemacht und das hört man, denke ich mal, auch. Ansonsten sage ich einfach mal, hab viel Spaß mit Promare. Ich hoffe, die Synchronisation gefällt euch. Und schreibt ruhig in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Das war's von mir. Macht's gut. Haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Baba. Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Lars, dass du die Zeit genommen hast, dir uns ein bisschen was über die Synchroarbeiten zu erzählen. Mina, du hast ja auch diesen Short gesehen. Und du hast die japanische Synchro gehört, unter anderem von deinem Charakter Leo, den du ja auch jetzt heute darstellst. Die deutsche Synchro unterscheidet sich davon ja ein bisschen. Magst du ein bisschen was über den Unterschied so sagen und wie das dann für dich auch war? Es war für mich eher positiv überrascht, wie gut die Stimme doch in Deutsch auch rüberkommt. Ich meine, wenn man bedenkt, wie der Charakter eigentlich aussieht, erwartet man absolut eine andere Stimme. Mhm. Also vielleicht ein bisschen hellere Stimme und ein bisschen jüngere Stimme. Mhm. Aber dafür, wenn man betrachtet, wie der Charakter ja doch ist, war die Stimme wiederum sehr passend. Es war wirklich auch schön gesprochen und kam absolut gut rüber, ja. In der japanischen Version war es dann auch so ein bisschen heller, oder wie? Ja. Ah, okay. Und jetzt haben wir an der Stelle natürlich noch einen kleinen Einspieler vom Schreibbären, wie der liebe Lars es gesagt hat. Der Patrick Bär hat uns auch einen kleinen Einspieler zukommen lassen, wo er mit euch, den Zuschauern und Zuschauern, ganz kurz reden will, euch etwas sagen möchte und euch etwas erzählen möchte. Und da schauen wir jetzt auch einmal ganz kurz rein. Hallo, mein Name ist Patrick Bär. Ich bin die deutsche Synchronstimme von Leo Fotia aus Promare und ich wollte mich kurz bedanken für all die schönen Kommentare und Beiträge und Nachrichten zum Trailer und zum Hauptfilm von Promare. Und es ist schön zu wissen, dass ihr so viel Spaß habt mit der deutschen Synchronfassung. Und ansonsten soll ich noch was Schönes aus dem Studio erzählen. Also,
es ist ja schwer, gegen Tommy Morgenstern anzukommen. Tommy Morgenstern ist schon echt eine ganz schöne Granate, vor allem wenn es um Schreie geht. Und ich habe versucht, mitzuhalten. Ich hatte natürlich keine Chance, weil er extrem laut sein kann. Und trotzdem habe ich mir die Seele aus dem Leib geschrien an der einen oder anderen Stelle, weil es auch wichtig ist, dass das Gefühl in Pro mehr rüberkommt und das Leid von Leo und seinen Leuten. Und an einer Stelle habe ich so heftig schreien müssen, beziehungsweise so heftig schreien wollen, dass im Endeffekt ich ganz schöne Schmerzen im Rückenbereich hatte, weil ich es übertrieben habe. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt und es hat auch Spaß gemacht. Patrick, auch dir vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde sagen, wir reden einfach noch so ein bisschen mehr über Sachen, die Promare besonders macht. Also wir haben jetzt die Synchro, die macht super besonders. Ein anderer Punkt wären ja beispielsweise die reine Optik. Also die Farben und wie das alles aussieht. Erzählt doch einfach mal. Ich habe das Gefühl, ich quatsch zu viel. Aber ich will euch reden hören. Ich will eure Meinung hören. Typisch Trigger, ne? Ja. Also wenn man den Film startet, anguckt, alles da dran ist einfach Trigger. Also dieses Stil erkennst du immer wieder, die Farbe, es macht einfach aus. Und ja, es ist auch typisch Trigger, es passiert so lustige Sachen. Es ist dieser Humor ist einfach Trigger-Humor, weil die Charaktere auch so dämlich sind. Also ich liebe das auch einfach, weil du hast einerseits diese Ernsthaftigkeit in dem Film, aber auch auf der anderen Seite machen sie so Blödsinn und sind einfach chaotisch und hast du auch ein bisschen zum Comic-Stil zwischendurch, also nicht dieses typische schöne Anime-Zeichnung, sondern wirklich so kleine Chibis zwischendurch, dass sie so witzige Sachen noch machen. Und auch, ihr kennt wahrscheinlich auch dieses Trigger-Glitzern. Die haben ja auch typische Glitzer. Das sieht halt bei denen auch immer gleich aus in so vielen verschiedenen Animationen. Und ich finde das schön, wenn ein Studio so eine Sache immer wieder halt wiederholt und man halt so eine Konstante sieht in den ganzen Animes. Aber was sind denn so Aspekte, so Elemente, wo ihr sagt, das ist typisch Trigger und das sehe ich in Promare super doll oder richtig krass? So ein dämlicher Humor. Ja, also wirklich, es ist einfach, du guckst dir Gallo an und denkst so, Gott, was für ein Doofback. Ja. Und aber das ist ja, das macht ihn ja so cool und es ist aber auch einfach lustig und noch die Überraschung mit dem Mecha, weil wir, wie gesagt, wir haben uns am Anfang gar nichts vorstellen können unter den Anime. Ich habe nur gehört, es geht irgendwas um Feuerwehrmänner. Ja. Und also Feuerwehrmänner, Trigger und Hiroyuki Sabono, das waren so die drei Sachen. Und dann wirst du da, wie gesagt, reingeschmissen und dann weißt du, oh, Mecha, Feuerwehrmänner. Mecha ist halt auch so typisch Trigger, finde ich. Und auch wie die Animation ist, mal wie die Flammen aussieht. Nicht Flammen, sondern wirklich eckig. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen, also Trigger benutzt wirklich sehr viel eckigen Animationsformen oder wie man das auch eher beschreiben soll. Also es ist einfach so eine visuelle Special von denen. Das ist wirklich, und die Farbe natürlich, ich meine, es ist schon Neo, sehr, sehr viele Neo-Farbe. Ja, das knallt einem ins Auge, Auch so Pastellfarben, so ganz viel. Wisst ihr, was ich richtig geil fand, weil du gerade das mit dem Feuer ansprachst? Diese Flammen der Burnish, du erkennst sie immer als Flammen, aber sie haben nie die Farbe. Sind einfach nur Blöcke. Sie sind einfach nur so lila und türkis. Mhm, so Alienfarben. Ja. Das ist richtig geil. Ja. Aber halt auch so die Action, die fand ich halt richtig krass. Du hast es direkt am Anfang, diesen Kampf, wo Gallo auf die Mad Burnish trifft und du hast schon so diese geilen Choreografien, das zieht sich ja den ganzen Film über durch. Ja. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Aber die Kameraperspektiven sind halt der Wahnsinn. Mega, wenn das von einem Engel zum anderen rüberspringt, das ist einfach wie eine Achterbahn, in der du sitzt und das dann anschaust. Wie der Körper dann auch den Form zieht. Ne? Das ist so richtig lang gezogen. Ich glaube, was ich mega cool fand, das, was du so als so goofy beschrieben hast, so ein bisschen doofer Humor. Mhm. Sie nutzen halt diese Tropes aus dem Anime, aber überspitzen die so absichtlich. Ja. Richtig cool. Das hat so coole Momente erzeugt. Die wissen einfach, wir übertreiben gerade und das macht uns Spaß. Und das Gute, wenn man halt wirklich auch Trigger-Fan ist, erkennt man auch solche Hints, die sie von anderen Animes von ihnen genommen haben. Also dass sie ihre eigenen Animes eigentlich sogar verarschen in Promare. Okay. Hast du da ein Beispiel zu finden? Ein Punkt, den ich auch noch ganz cool finde, wenn man halt, wie gesagt, auch Trigger-Fan ist und sich die Charaktere zum Beispiel anschaut, das Charakterdesign, dass Leo und Gelo eigentlich
sozusagen Lovechilds von anderen Charakteren von Trigger sind. Also falls ihr Gurren Lagann angeschaut habt, sieht Leo halt aus wie mit Nia und Simon so der Misch. Und Galo sieht halt für mich aus wie Yuko und Kamina zusammen. Und das ist halt echt cool, wenn man so Fan der Serie ist, Pomer anschaut und sich denkt, oh, das ist ein alternatives Universum. Das ist auch was ich voll oft im Social Media gelesen habe. So, ja, der sieht doch aus wie XY. Mhm. Ich so, ja, das ist doch dasselbe Studio. Ja. Das ist richtig cool. Was ich halt auch richtig cool finde, ist, dass der Film sich halt einfach traut, Sachen zu machen, die man im Realfilm zum Beispiel gar nicht sehen würde. Klar, du hast auch so riesige Hollywood-Blockbuster mit so Mechas, aber diese Mischung aus dieser Action, diesen bunten Farben und trotzdem ist es super witzig an vielen Stellen, aber dann auch super ernst und kritisch. Ja. Wir haben auch noch gar nicht so diese ernste Story, die dahinter steckt, angesprochen. Können wir vielleicht gleich ganz kurz zu was sagen. Das sind Sachen, die würde es im Realfilm gar nicht geben. Und deswegen finde ich halt, sollten das auch Leute gesehen haben, die auch einfach Bock auf so coole Actionfilme haben, die aber mehr sind. Ich weiß nicht, das ist eine kleine Meinung von mir. Wir haben aber auch schon, du als Leo, du steckst ja quasi in der Thematik drin, mit dieser traurig. Ernsthaftigkeit, die mit dem Film mitkommt. Magst du vielleicht da auch noch was zu sagen? Sollte ja kein großer Spoiler sein. Nee. Also der Film basiert ja darauf, dass es Gruppen von Menschen gibt, nennt sich Burnish, und werden gejagt und entfernt, sagen wir so. Ja. Also die sind einfach eine Gefahr für die Gesellschaft, weil sie überall Feuer zünden. Also wir sind hier genau die zwei Gesellschaften. Gut und böse. Böse sein ist besser, glaubt mir. Ja, also. Und ihr werdet halt so ein bisschen geächtet in der. Ich sag schon, ihr als wärst du im Film dabei. Ist okay, ja. Als wärst du. Feel the pain. Ja, I feel the pain. Nein, ihr werdet so ein bisschen geächtet und das birgt Probleme für euch? Fragezeichen? Das findet ihr heraus, wenn ihr den Film schaut. Ah, okay, du willst nicht spoilern, gut. Nee, auf keinen Fall, aber es ist auf jeden Fall ein Kampf zwischen Feuer und Menschen. Ja. Also quasi so ein bisschen so dieses Gut und Böse, was ja. So auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und das ist halt auch wieder was sehr, sehr Schönes. Aber ich will nicht spoilern. Genau, wir wollen nicht spoilern. Der Film birgt viele Überraschungen. Ja. Lass uns doch noch ein bisschen am Ende über eure Cosplays reden. Ihr habt unterschiedliche Herangehensweisen gehabt. Bevor wir aber zu dem tatsächlichen Prozess kommen, was ich immer ganz spannend finde bei Cosplay, ich glaube, da gibt es auch so verschiedene Herangehensweisen. Also zum einen, wonach entscheidet ihr jetzt oder habt ihr jetzt entschieden, welchen Charakter ihr darstellen wollt? War das einfach so Coolness oder? Also eigentlich ist ja mein Lieblingscharakter von Pomer Galo, aber für mich ist es halt ein bisschen schwierig, Galo zu cosplayen. Deswegen habe ich gesagt, okay, den kann ich leider nicht cosplayen und wer würde mir denn sonst gefallen? Also im Laufe des Films habe ich dann auch, fand ich einer total süß und dachte mir, ja, große Haare. Ich liebe Charaktere mit rosa Haare. Ihr Charakter ist super süß. Okay, die möchte ich cosplayen. Wenn mir etwas gefällt, also der Film hat mich ja total geflasht und ich habe gesagt, wenn mir was gefällt, dann möchte ich auch was daraus cosplayen. Und dann kommt halt immer der Charakter dran, den man halt am liebsten hat. Und da ich Galo nicht wirklich cosplayen kann, kommt halt der zweitliebste Charakter und dann ist es halt einer geworden. Also du erstellst dir quasi immer eine Tierliste und dann wird die so abgearbeitet. Genau. Wie sah es bei dir aus? Ich hatte Glück. Also sowohl äußerlich als auch charakterlich war Leo einfach mein Favorite. Also da fiel mir die Entscheidung praktisch vor den Füßen. Was mögt ihr denn an den Charakteren, die ihr darstellt? Also Leo ist ja der Anführer von den Burnisher. Und jetzt versuchen nicht zu spoilern. ja, also er ist ja wirklich, also äußerlich und seinen Charakter fand ich schon einen sehr guten Kontrast. Also der jung aussehenden, unscheinbar, kann man schwer sagen, eigentlich bei dieser Haarfarbe. Ne? ja, also er ist einfach sehr tough, tough und vor allem stark auch. Mhm. Also er ist ja der Stärkste von allen. Und wie er auch für seine Leute einfach da ist, also so ein Charakter, das wünscht man sich doch aus, einfach für sich selbst auch. Cool, wie sieht's bei dir aus? Außer rosa Haare. Rosa Haare? Ich fand eine halt total lieb, sie ist so ein liebes Mädchen, was halt bei den Feuerwehrmännern halt richtig fleißig ist und ihre Arbeit halt nachgeht und auch Galo so eine richtige Stütze ist, finde ich. Und das fand ich
ich mag einfach solche Charaktere, die lieb sind, einfach guten Charakter haben, gut gelaunt sind und für die anderen Hauptcharaktere oder für andere Nebencharaktere einfach da ist und die unterstützt. Also sowas gefällt mir dann noch. Wie ist es denn, wenn ihr Charaktere cosplayt? Das finde ich immer ganz spannend. Macht ihr das quasi rein für die optische Komponente, weil ihr gerne, wie die Charaktere aussieht? Oder ist es, dass ihr auch Phasen habt, sage ich mal, dass ihr auch die Charaktere gerne repräsentiert, also wie sie sind, quasi in die Rolle schlüpfen? Ich finde es unterschiedlich, weil manchmal hast du ja Charaktere, da findest, da widerspiegelst du dich, da siehst du diesen Charakter, oh verdammt, der ist wie ich. Oder wirklich, das bin ich. Ich habe auch so Charaktere, bei denen Freunde immer sagen, oh mein Gott, Ari, du musst das cosplayen, das bist einfach du. Mhm. Und dann hat man auch voll Freude dran, ja okay, das stimmt schon, und dann ist man eigentlich man selbst irgendwie, wenn man diesen Charakter cosplayt, hat nur was Cooles noch an. Und manchmal hast du natürlich auch so Charaktere, die du einfach nur cool findest und sagst, boah, das Outfit ist geil, der Charakter ist geil, das will ich auch anhaben, das will ich auch machen. Der ist jetzt, widerspiegelt meinen Charakter zwar nicht, aber ich finde ihn einfach cool, weil es gibt ja so viele verschiedene Charaktere und unterschiedliche Charaktertypen. Jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Ich kann es ja jetzt nicht sagen, das, was ich cosplay, das bin immer ich, das geht ja nicht, aber... Also ein bisschen Play ist ja dabei, ne? Cosplay, genau deswegen. In uns allen steckt ein kleiner Schauspieler. Es gibt ja im Prinzip im Cosplay zwei Möglichkeiten, wie man da rangeht. Entweder man näht es komplett selber oder man kauft sich auch einfach eins. Witzigerweise haben wir gerade beide Fälle hier sitzen, deswegen ist es eigentlich ein ganz cooler Augenblick, so ein bisschen drüber zu sprechen. Du, Mina, hast ja zum Beispiel die Perücke, hast ja noch selber frisiert, beziehungsweise ihr habt das gemacht, damit es eben auch wirklich zum Charakter passt. Wie geht ihr denn dann davor? Naja, alleine die Suche nach dem Basic Wig ist schon erstmal ein Kampf. Ja, also man kämpft da schon durch die verschiedenen Plattformen. ich habe da Glück und kann direkt aus China bestellen. Da ist meine Auswahl natürlich ein bisschen breiter. Aber wirklich, man guckt, stimmt die Farbe, stimmt die Länge, stimmt die Qualität? Was schreiben die anderen Kunden? Und genau, und dann kommt es an und dann denken wir, okay, reicht einer, schaut euch das an. Reicht einer, braucht man jetzt dafür noch eine zweite. Aber was heißt noch eine zweite? Was macht man denn mit einer zweiten? Um die erste wieder aufzustocken. Also in dem Fall haben wir nicht gemacht, aber falls wenn man einen Charakter hat, wo man wirklich einen Buff... Wo man quasi viele Haare braucht. Genau, da muss ich zwei einarbeiten. Oh, okay. Ja, deswegen ist es dann... Aber kommen die dann auch schon in der richtigen Form oder hast du dann die quasi auch so einen... Muss sie dann noch schneiden? Das wäre ein Traum. Also die kommen meistens wie so ein nasser Lappen an und zerdrückt und misshandelt durch Transport. Und genau, da holst du dieses armselige Ding aus der Tüte und denkst so, ja, und wir werden Spaß haben. Oder auch nicht, weiß ich nicht, ja. Genau, aber das Kostüm ist ja auch nicht immer das Geilste. Es ist hier jetzt bestellt, aber die Handschuhe waren grauenhaft, also wirklich grauenhaft. Vieles muss enger genäht werden, zum Glück, also enger geht immer, breiter eher weniger. Und mal hier, mal da ein kleines Detail. Und ja, also es ist, spart in dem Sinne tatsächlich an Stoff, weil ich glaube, so ein Lack in Deutschland zu kaufen, ist schon nicht günstig. Da ist dann Verbessern immer noch besser. Man muss es halt auch immer abwägen. Manchmal ist es einfach günstiger, was zu kaufen, aber manchmal ist es auch günstiger, was zu nähen selber. Also in meinem Fall ist es ja praktisch, weil ich habe eigentlich fast nur Reststoffe benutzt. Das Outfit hat so viele verschiedene Farben und ich bin einfach auch ein Horter und deswegen habe ich auch so viele Farben zu Hause, dass ich wirklich für jede Palette eigentlich jetzt was hatte. Das Einzige, was ich dann tatsächlich diesmal gekauft habe, war, das war mein Pullover. Den habe ich dann einfach umfunktioniert, also aufgeschnitten, umgenäht. Krass. Und zu dieser Jacke. Und es spart halt auch, wie gesagt, Zeit, dass du etwas Fertiges kaufst und diesen Stoff dann schon hast. Hätte ich diesen dicken Stoff selber gekauft und dann genäht, wäre es viel teurer gewesen, als dass ich jetzt diesen recht günstigen Pullover gekauft habe und es dann angepasst habe. Der Rest ist natürlich alles dann selber genäht mit eigenem Schnittmuster. Muss man halt auch immer erst, also das Aufwendigste ist meistens eigentlich das Schnittmuster machen, damit es halt passt und dann geht es eigentlich recht schnell. Und wie funktioniert das dann? Druckst du die Bilder aus, wie es aussieht und bist so, okay, das muss so und so und ich zauber jetzt noch ein bisschen und dann ist perfekt? Ich wünschte, ich könnte mal mit so einem Zauber
Zauberstaub das so drauf mache und das Cosplay wäre fertig. Aber ja, tatsächlich habe ich meistens auf dem Bildschirm dann das Kostüm. Manchmal zeichne ich mir das so auf und stelle mir halt vor, wie könnte dieses Kleidungsstück aussehen und wie könnte es funktionieren. Und dann versuche ich das halt erstmal zu zeichnen und dann fange ich halt an, das Schnittmuster zu machen. Mhm. Oft habe ich halt schon vorhandene Schnittmuster, die ich dann nur noch umwandeln muss. Bei den Stulpen zum Beispiel, also den Fußstulpen, habe ich jetzt halt diesmal so gemacht, dass ich mein Bein eingerollt habe mit Frischhaltefolien und dann halt mit überklebt und dann daraus halt das Schnittmuster gemacht. Also ich habe mich dann aufgeschnitten, damit ich halt, es ging total falsch, ich weiß, aber dann habe ich halt dadurch das Schnittmuster halt direkt eins zu eins von meinem Körper halt übernehmen können. Wie lange hast du insgesamt gebraucht? Ich habe jetzt knapp eine Woche dran genäht, immer abends und tagsüber am Wochenende. Wie lange habt ihr dran gesessen mit der Wig? Eine Nacht. Eine aber lange auch Nacht. Das ist schon krass, ja. Wenn du dir überlegst, das ist nur ein Teil. Man könnte früher anfangen, aber. ja, meist. Aber gehört das nicht zum Cosplay dazu, dass man so ein bisschen hustelt? Ich hoffe, ihr nicht, aber wir schon. Ja. Ich weiß nicht, wir machen das jetzt schon auch seit über 10 Jahren und trotzdem haben wir manchmal so Momente, wo wir uns fragen, ach nee, wie funktioniert das jetzt? Das ist so komisch und schwierig zu machen und dann strugglest du schon, aber mit jedem Struggle lernst du ja auch wieder dazu. Ja, klar. Okay. Zum Beispiel, dass man einfach kauft. Lass uns doch ganz am Ende, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel geredet, lass uns doch am Ende, dass jeder einfach nochmal sagt, warum sollten die Leute, die dieses Video bis hierhin gesehen haben, Promare schauen? Also, wenn ihr Bock auf richtig coole Überraschungen, geile Animationen, hammermäßige Musik habt, weil Hiroyuki Sabano macht einfach die geilste Musik. Ich bin not biased, ich bin einfach totaler Fan und deswegen schaut es euch an. Dieser Film ist grandios, er macht so viel Spaß und auch für Nicht-Maker-Fans. Also ich kann verstehen, dass es vielleicht ein paar von euch ein bisschen abgeschreckt hat, aber gebt dem Film eine Chance. Er ist so toll, voller Emotionen und ihr werdet es nicht bereuen. Seid ihr Trigger-Fan? Wenn nicht, seid ihr jetzt Trigger-Fan? Nein, jetzt ernsthaft. Der Film hat einfach alles, was man braucht. Man lacht drüber und es ist traurig, es ist aber dann richtig geil. Es gibt Kampf, es gibt... Ach, einfach sehr viele Elemente in einen, optisch und inhaltlich. Schaut euch den Film an, es lohnt sich. Ich finde halt einfach, der Film nutzt halt einfach so krass die Stärken des Anime, kombiniert es halt mit diesem einzigartigen Look und diesem Soundtrack, der einfach unfassbar viel Spaß macht. Und das ist einfach 2 Stunden extrem viel Spaß. Also ich saß dann auch am Ende auf dem Sofa und ich hatte einfach nur ganz laut gelacht, weil alles so, Mann, das war einfach ein einziges Fest, dieser Film. Und genau deswegen solltet ihr das gesehen haben, wenn ihr auch diesen Effekt bei euch selber einfach mal fühlen wollt. Ich kann es wirklich nur ganz persönlich empfehlen und dementsprechend, wenn ihr Spaß mit diesem Video habt, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin gesehen habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch unser tolles Video hier angesehen habt. Vielen, vielen Dank euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier sehr zu gerne sein. Danke, dass wir dabei sein durften. Lasst ein bisschen Liebe für die zwei in den Kommentaren da. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, Promare könnt ihr in der Heimkino-Premiere sehen bei Amazon. Da könnt ihr den Film bis zum 29. schauen. Und dann habt ihr hoffentlich dasselbe Erlebnis, wie wir das hatten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye-bye. Bis bald.